Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Mototech. Wir wollen euch heute mitnehmen auf den Shakedown oder auf die Shakedowns von Mario's Dream. Ihr solltet eigentlich schon gesehen haben, wie wir dieses Pitbike zusammengebaut haben bei Apex. Das ist ja jetzt eine Dream Speed von Mario. Und wir sind, wie gesagt, jetzt bei zwei Shakedown-Terminen, um mal zu sehen, ob das ganze Setup so funktioniert, ob das alles passt, ob es vielleicht noch irgendwelche kleinen Macken gibt, die man jetzt übersehen hat. Zum Motorrad selber oder zum Pitbike, das ist eine Dream Speed, hat einen leiseren Auspuff dran, hat einen 160er Motor, hat höhere Fußrasten, Schaltumkehr, breiten Lenker, Fast-Ace-Gabel, DNM-Federbein, also ein vernünftiges Fahrwerk und eine Formula-Bremse. Das ist also eigentlich alles dabei, was man braucht, um Spaß zu haben. Wir haben jetzt, glaube ich, auch hier Mitas Soft-Soft drauf gerade. Und jetzt wollten wir einfach mal gucken, wie das Ganze denn so läuft, beziehungsweise Mario wollte sich natürlich auch erstmal an die Karre gewöhnen, weil jetzt erstes Pitbike und dann noch nicht damit gefahren. Deswegen waren wir jetzt einmal in Wittgenborn auf der Supermoto-Strecke gestern. Da haben wir bestimmt auch ein paar Clips für euch. Das ist nämlich eine wahnsinnig coole, aber sehr schnelle Strecke. Und jetzt heute am Hockenheimring, einfach um, wie gesagt, viel Fahrzeit mit dem Motorrad zu kriegen, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten auszubessern. Einen kleinen Fehler hatten wir schon, das darf man ganz ehrlich sagen, da ist das Schaltgestänge, das war wohl nicht weit genug reingeschraubt, das ist ein bisschen ausgerissen, haben wir kurz nachgeschnitten, fertig. Ansonsten läuft sie aber tipptopp und wir sind hier diese zwei Shakedown-Termine mit Learn to Slide. Wir haben jetzt heute hier am Hockenheimring auch noch ein paar coole Leute mit dabei. Danny Merz ist unter anderem hier auch im Pitbike fahren. Da zeigen wir euch jetzt einfach mal so ein paar Impressionen und zeigen euch dann auch mal, was Learn to Slide denn sonst noch so macht, weil die hat der eine oder andere vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Man sieht, ist das jetzt ein bisschen untypisches Terrain für Pitbike-Fahren. Das ist nämlich keine Karte oder Indoor-Strecke, sondern das Fahrerlager vom Hockenheimring. Da kommen wir gleich noch drauf, aber wir sind jetzt den zweiten Tag eigentlich unterwegs, wobei es gestern ein bisschen regnerisch war. Wie läuft die Karre denn? Ja, also ich bin sehr zufrieden, bis auf die eine Geschichte mit dem Schaltgestänge, wo du schon angesprochen hast. Ansonsten waren wir gestern in der Vogelsbergring und also in Wittenborn. Und es war die perfekte Strecke, um
die Dream jetzt auch mal so ein bisschen einzufahren. Sehr viel, sehr technisch, sehr viele lange Kurven, aber auch kurz, enge Kurven. Also war alles so ein bisschen mit drin. Und die ersten Turns war es noch so ein bisschen, erstmal wieder so ein bisschen rantasten, auch an eigenes Bike und irgendwie nichts kaputt machen, keine Ahnung. Aber dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Turn im Trockenen war dann wieder alles vorbei und Vollgas. Und muss sagen, bin sehr, sehr, sehr gut mit zurechtgekommen. Also Stabilität ist wirklich richtig, richtig gut. Wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss an mir selbst, ist halt wirklich dieses noch mehr Schräglage einklappen und so weiter. Aber fürs erste Mal bin ich echt schon auch gut unterwegs gewesen und macht richtig, richtig, richtig Laune. Und heute sind wir ja jetzt auch mit Learn to Slide hier am Hockenheimring. Kein so richtiger Kurs wie jetzt gestern im Vogelsbergring, sondern hier mit ein paar Hütchen aufgestellt. Aber man muss sagen, also macht eigentlich gar nichts, weil die Strecke, die hier aufgestellt wurde, ist... Also ich finde es richtig, richtig geil. Wir können da ja vielleicht nachher ein paar, wie gesagt, Learn to Slide macht das Ganze jetzt, die haben das gestern gemacht und das jetzt hier und die haben zwei, drei Strecken, die sie exklusiv, glaube ich, bespielen, unter anderem Boos, dann im Flugplatz in Bitburg, glaube ich. Genau. Hier der Hockenheimring, das geht jetzt über ein MSC und eben ja, Wittgenborn. Ja, und das sind halt alles so Strecken, die dann exklusiv machen. Und man muss sagen, wir haben jetzt auch das erste Event bei denen mitgemacht, waren sofort eigentlich grün mit allen, weil es ziemlich geil und familiär zuging und vor allem auch mit ein bisschen Quatsch machen. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr cool hier. Wir zeigen euch auch, weil es gibt jetzt viele, die bestimmt sagen, aber so eine abgesperrte Strecke hier auf dem Parkplatz quasi. Wir zeigen euch irgendwie jetzt oder nachher. Jetzt ein paar geile Aufnahmen onboards und von draußen, um ein paar, also vielleicht zu zeigen, mal so. Was auf so abgesperrter Strecke einfach alles möglich ist. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal genauer an, ob jetzt hier alles funktioniert, ob das alles passt. Und dann mal zum Schluss noch ein Fazit über die Dream ziehen zu können. Vor allem jetzt haben wir auch den direkten Vergleich ja wieder zu IMRs. Ja. Dann schauen wir mal, melden uns. Beziehungsweise eigentlich müsstest du gleich dann die Dreamer fahren, weil du bist jetzt gestern und heute die ganze Zeit IMR gefahren. Stimmt, ja. Das heißt, Dennis wird jetzt heute Nachmittag auch nochmal den Dream fahren und dann gibt es nochmal so ein kurzes abschließendes Fazit und vielleicht auch dann abschließend nochmal zum Event. Aber bisher läuft es richtig cool, die Leute sind mega cool und wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir mit Learn to Slide unterwegs sind. Nee. Weil man lernt tatsächlich auch ein bisschen was. Also das heißt nicht einfach nur Learn to Slide, sondern es gibt auch Instruktionen und so weiter und das hilft tatsächlich, obwohl es nur Pitbike fahren ist, in Anführungszeichen, hilft das doch schon extrem, wenn du wirklich jemanden hast, der das kann, der sich auf dich einschießt und dann auch so ein bisschen vorfährt und dir Feedback gibt, das ist schon top. Man muss auch sagen, dass jetzt Outdoor doch nochmal eine andere Nummer ist als Indoor auf jeden Fall. Also das noch so, da können wir nachher vielleicht nochmal beim Fazit und so drauf eingehen, aber Outdoor hat das auf jeden Fall schon nochmal einen anderen Charakter als Indoor zu fahren. Indoor ist cool, aber ich muss sagen, ich finde Outdoor auf jeden Fall geiler. Aber bis gleich. Von der Dream endet jetzt eigentlich so, wie er angefangen hat, nämlich mit Pisswetter und Regen. Nichtsdestotrotz waren es zwei ziemlich geile Tage jetzt mit Learn to Slide, also auch viel gelernt, viel erfahren. Nicht nur über das Moped, sondern allgemein auch ein bisschen Outdoor fahren mal. Es hat jetzt heute zum Glück auch nur den letzten Turn geregnet. Ja. Gestern war es ein bisschen mehr. Aber
Fazit zur Dream. Ich bin ja jetzt heute die ganze Zeit auch wieder IMR gefahren und dann zum Schluss die Dream. Ich muss jetzt halt sagen, das Ding ist schon wesentlich feinfühliger und feinnerviger. Und das, was ich halt schon von Anfang an gesagt habe, ist, fühlt sich mehr nach großem Motorrad an, so wie es Last wechselt. Und hier gibt es so eine Spitzkehre hier vorne, die bremst man halt ziemlich zusammen und lenkt dann auf der Bremse komplett ein und gibt dann sofort wieder Gas. Und bei der IMR ist es halt so ein stumpfes Pff. Und bei der hier merkt man halt genau, was passiert, so wie es durchs Chassis geht, was das Chassis macht und auch beim Gas geben. Und ja, Grip war jetzt auch immer und überall vorhanden. Also ich hatte jetzt, glaube ich, mit dem Ding so gut wie keinen Rutscher irgendwie. Und das will schon was heißen, weil es war jetzt nicht ganz langsam. Ja. Und bei dir? Ja, also erstmal hat es mich mega gefreut, als du jetzt die Dream nochmal gefahren bist, dass du auf Anhieb selbes Tempo fahren konntest, wie vorher du den ganzen Tag schon auf der IMR gefahren bist. Und ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen mit Slicks. Zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen Angst, dass Dennis die Karre als allererstes wegfeuert, bevor ich sie wegfeuere. Aber nochmal alles gut gegangen und war auch nochmal gutes Feedback. Es deckt sich auch so mit dem, was ich jetzt an Eindruck habe. Grip ist Wahnsinn vom Fahrwerk. Bremse, müssen wir mal gucken, vielleicht noch andere Scheiben. Da hat man jetzt ein bisschen was gemerkt. Die Bremse ist ein bisschen unrund, weil wahrscheinlich die massive Scheibe ohne Floater jetzt durch 2 Tage Outdoor gestauche ein bisschen Schlag weg hat. Also man merkt, beim Schieben läuft rund, kriegt wieder mehr Widerstand, läuft rund, wieder mehr Widerstand. Also ich denke mal, die wird ein bisschen verzogen sein. Ja. Aber ansonsten ist die Bremsanlage halt ultra krass. Also ja, auf jeden Fall. Mit einem Finger, während man bei den Serienbremsanlagen halt üblicherweise so mit der ganzen Hand reinpackt und hofft, dass irgendwas passiert, ist hier halt wirklich ein Finger mit viel Gefühl. Das ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Nee, waren 2 sehr geile, sehr lehrreiche Tage. Also mir macht das Outdoor-Pitbiken richtig, richtig Bock. Ich hoffe, euch haben auch die Aufnahmen gefallen, weil das war richtig, richtig geil. Auch als ich euch gefilmt habe mit dem Milan und dem Danny Merz, den kennt ihr bestimmt auch, das sah schon ziemlich geil aus. Und das hat auch Spaß gemacht. Liebe Grüße. Und auch an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an Learn to Slide, die uns eingeladen haben und gesagt haben, hey, kommt doch einfach mal auf unsere Veranstaltung, guckt euch das an. Und wir können tatsächlich auch sagen, es ist halt einfach wirklich eine richtig geile Geschichte. Ja. Und vielleicht nochmal abschließend, jetzt wirklich Werbung. Die haben tatsächlich, Dennis hat sich auch schon eins gekauft, geile T-Shirts, Born to Slide, die haben jetzt eine Marke gegründet, auch mit Basecaps und anderen Geschichte. Guck mal. Wie bei QVC. Wie bei QVC. Warte, wir blenden vielleicht unten. Nee. weil es halt wirklich auch coole Typen sind, da sagt man dann gerne auch mal, dass ihr vorbeischauen sollt. Und ansonsten hoffen wir, euch hat das Video wieder gefallen. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. War auf jeden Fall richtig geil. Und das letzte Wort, Dennis? Ja, es hat sich jetzt halt bewährt, dass diese Dream, die wir bei Apex da zusammengezimmert haben, wirklich sehr gut fährt und auch besser fährt als tatsächlich so eine IMR. Und ja, ich glaube, mehr brauchst du da nicht mehr dazu zu sagen. Ist auf jeden Fall gutes Moped und wir sind demnächst wahrscheinlich dann wieder mit Pitbikes unterwegs. Kaufentscheidung war richtig. Bis dann. Tschüss. Ich wollte nur, dass du Tschüss sagst. Abschließend, wenn ihr noch wissen möchtet, wie Mario sein Pitbike transportiert und ob in ein W20 oder S205 C-Klasse so ein ganzes Pitbike reinpasst, dann seid mal noch gespannt. Passt doch!